Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft 1.16 Snapshot. Jo, immer noch die 12er Version, 20W12A, glaube ich. Und ja, wird wahrscheinlich wöchentlich immer erscheinen, wie früher auch. Ja, und wir werden jetzt noch ein paar Diamanten suchen. Kohle haben wir jetzt langsam genug. Und Steine mehr als genug. Wer braucht so viele Steine? Tja. Kohle ist gut. Kohle stinkt, aber. Ja, ist Brennstoff und wir brauchen Brennstoff. Macht sehr viel Spaß, hätte ich nie gedacht, dass ich jetzt einfach so. Ja. Ganz normale Entwicklerversion so lange Let's Playen kann, was mir wirklich Spaß macht. Ich nicht sofort wieder denke, ja, okay, es wird ja sowieso noch gearbeitet, komme ich auch nicht so viel Bock, sondern nee, ich habe eigentlich ziemlich guten Bock und es freut mich, weil ich habe auch viel vor. Also, könnten wir bauen, bis die Vollversion draußen ist. 1.16. Ist ja immer so ein Problem, dass viele Updates rauskommen und noch Snapshots brauchen. Das braucht ein normales Entwicklerstudio natürlich nicht. Aber weil Microsoft ja sowieso ja relativ nicht so gute Spiele rausbringt, ist natürlich einfach so ein bisschen verschuldet. Dass es eben auch so gehandhabt wird wie unter Notch und vier anderen Leuten. Also wie damals, noch vor der Beta. Also, ja, während der Beta. Und ja. Es muss halt einfach mal ein neues Minecraft rauskommen von einem fremden Entwickler. Das viel besser ist, aber wir müssen uns gedulden. Aber es ist ja schon gut. Also ich sage ja nicht, dass Minecraft schlecht ist. Nur eben, dass es nicht weiter so schnell vorwärts geht. Dass die Updates wirklich, wie viel einmal pro Jahr rauskommen und wirklich nur so wenig bringen, wie zum Beispiel letztes Jahr nur die Bienen, ist natürlich schon extrem wenig. Also man sieht, das Nether ist immer noch ganz leer. Es gibt keine neuen Biome so nah beieinander. Also wir haben einfach vielleicht auch Pech gehabt, aber mein Ersteindruck von Minecraft ist eigentlich ja so, naja, hat sich nicht so weit entwickelt. Ah gut. Können wir nichts machen? Wir Zocker sind halt immer ein bisschen am, ja, bedenken, ja, ist es Spiel, ist es mich, ist es nicht. Und für mich ist sicher Minecraft jetzt für mich, aber meist nur moddet. Also, ob ich jetzt wirklich, wenn ich jetzt bei 1.16 ein neues LP beginne, vielleicht auch das weitermachen, weiß ich nicht, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, das dürft ihr gerne sagen. Dann möchte ich natürlich schon ein bisschen etwas haben für diese, ja, Hunderten von Folgen, die ich wahrscheinlich machen möchte, damit ihr etwas zu tun habt, habt, oder? Und, ja. Könnte ja sonst auch aufhören, aber das bringt jedem nichts. Weil es mir so viel Spaß macht, mache ich gerne eine Folge pro Tag oder sogar zwei. Jetzt momentan kommen halt regnum um zwei Folgen pro Tag, weil das so gut ankommt. Aber wenn ihr natürlich auch gerne mich unterstützt, dann sehe ich es ja. Jetzt muss ich auch mehr Folgen von Minecraft bringen. Zeit habe ich ja noch. Nur möchte ich das auch manchmal auch ein bisschen eher in den Sport setzen, damit es mir körperlich gesunder geht, besser geht, oder? Ja, trotzdem habe ich dann noch Zeit, ja, muss nicht so viel schlafen und so weiter. Ja. Trotzdem bin ich halt immer wieder müde durch den körperlichen Aufwand, der meine Muskeln aushalten müssen. Ja, das ist, wenn ich dann ein bisschen erfolgreicher bin durch Sport.
Kann ich dann noch Let's Playen oder werde ich dann gehatet oder sonst irgendwas, wenn ich beim FC Basel spiele und ich beim FC Old Boys Basel oder Black Star Basel oder Concordia Basel oder nicht aus Zürich komme und nicht aus Bern, sondern aus Basel. Ja, so wird man gehatet im Fußball und ja, was ist denn, oder? Also ich würde gerne einfach bei YouTube der Drago Basler sein, beim Fußball halt, der, ja, sage ich jetzt nicht. Und im Real Life halt noch ein anderer, also der ganz realistische, oder? Der echte Name, der ganz echte Drago. Und deshalb, ja, muss ich halt schauen, weil ich wurde ja gehatet in Regnum. Weil ich natürlich das Spiel jetzt auch nicht so gefördert habe, wie sie haben wollen. Und deshalb, ja, weil ich einfach nicht so gesuchtet habe und gespielt habe, wie die besten Zocker, die die ganze Zeit irgendwelche Krankheiten aufs Spiel setzen oder sonst irgendwas, weil sie den ganzen Tag nur Game zocken? Wow. Glückwunsch. Du hast dich dort hinten hin teleportiert und stirbst jetzt. Ich weiß, dass es von hier kommt. Ich habe nämlich ein 7.1 Headset. Oh, ich bin der Beste. Gangster. Also er ist leider gestorben, weil er irgendwo hier hoch. Er ist noch nicht gestorben. Aber ist irgendwo... Ja, hier ist er. Ich habe so ein gutes Headset. Logitech, das Beste. Das ist einer der Besten von Logitech. Dass ich das genau exakt sehe. Okay. Interesting. So viele. So viele Monster. So viele Creeper. Ja, und jetzt? Wow. Wow. Oh Gott, sind die explodiert. Ey, ich wäre noch gestorben, weil ich da nicht, ja, zurück... Ich konnte wegen der Lava. Boah. Das wäre mein Untergang gewesen, dann hätte ich das Projekt abgebrochen. Nein, natürlich nicht. Ja, ich darf jetzt ich auch kurz heilen. Ach, so viele Steine immer. Damit. Ich will die Items einsammeln. Aber ich sterbe schon bald, müsst ihr sehen. Und so ein Schussel in meinen Köpfen. Ich mag einfach dieses System nicht. Ah, Mann, hast du den zu mir geworfen? Manchmal denkt man sich wirklich, mein Griff ist einfach nur Kampfsystem. Woher kommen denn die Monster? Die sind alle halt hier gespawnt, weil wir in der Nähe ins Spiel reingingen. Okay, jetzt muss ich wirklich weg. Jetzt muss ich mich kurz erholen. Das ist zu viele Monster. Ich bin nicht so der Profi-Zocker. Keine Steine für den Drago. Jetzt töte ihn doch! Nein, du hättest ihn töten müssen! Ich wollte eine Schallplatte! Wenn ein Skelett einen Creeper tötet, dann bekommt man eine Schallplatte. Also nicht immer, aber... Immer öfters. Ja gut. Ist ja gut. Das Spiel. Irgendwann geht's schon. Kann man das irgendwie machen? Ein Schwert, das einen Creeper nur noch ein Herz lässt sofort. Und dann die Dinger auch bekommen, die Schallplatten. Irgend so etwas. Schon wieder. Was mache ich jetzt? Wir gehen jetzt direkt nach oben. Ja. Okay.
Okay, jetzt ist hier mal fertig mit Monstern. Krieger, den ich nicht gesehen habe. Aber dann haben wir schon 20 Level, das ist sehr gut. Boah, das Eisenschwert braucht noch sehr viele Schläge. Ja, du Fledermaus, du musst nicht in die Lava. Das war dein Ende. KI. Oh ja, ich schäme mich nicht. Wenn ich reinfliege, dann fliege ich rein. Ich habe einen Krebel hier irgendwo liegen gelassen. Ich wollte ihn nicht im Inventar haben. Und das sieht verwendet nicht. Aber muss bald. Aha. Oh, Krebel ist runtergefallen. Ja, ich habe nichts mehr. Was sollen wir tun? Wir kräften einfach nochmal neu. Eine Spitzhacke. Wir haben noch zwei Chancen, bis wir oben sind. Yeah, baby, yeah. Also, wir craften mal noch eine. So, irgendwo hier sind. Ja, nein, dann. So. Irgendwo hier ist auch noch mal ein. Ich gehe jetzt nach oben. Irgendwo hier ist ein neuer Zombie. Ein neues Licht. Ein neues untotes Wind. Oh, es geht scheinbar nochmal. Ja. Ein neues untotes Wind. Oh, guck mal. Und dass wir nicht erreichbar sind. Wieso habe ich immer so Pech und schaffe keine Schallplatte? Nein. Ah, noch ein. Noch ein. Genau, so viele. Oh. Endlich mal regenerieren, Drago. Du musst Geduld haben in so schweren Spiel. Voller Zombies und Creepers. Ja, genau. Wieso kann man nicht blocken? Wie kann man wieder blocken? Man kann einfach nicht mehr blocken. Zu wenig Platz. Ach, hallo. Guten Tag. Sind Sie der Chef? Butterweich. Butterweichkloppen. Oh Gott, wie das aussah. Ganz böse. Oh Gott, noch eine Spinne. Brot. Jetzt mach mal vorwärts. Ja, sicher, da noch ein Creeper, ey. Ich glaube, ich bin gleich tot. Schlotternächte hier unten. Oh, regenerier doch endlich mal, Minecraft. Du bist manchmal so langsam, ey. Mann, wenn Minecraft nur nicht so langsam wäre. Ich will Action. Mein Schwert ist auch bald kaputt. Ich glaube, wir werden alle sterben. Das ist so geil, so viele Monster. Tschüss. Oh, Spinnen. Ein bisschen Braten so. Ja, schön gern Braten. Lass mich mal fackeln, ne. Wir fackeln nicht lange herum. Wir kräften es direkt. So. Können wir jetzt irgendwo nach oben? Hier? Ja, natürlich nicht. Da vorne. Ja. Ja, toll. Hier ist aber auch nichts. Kein Auskopf für den Drago. Eben der, Kre- äh, der,
Der Wellgenerator ist völlig kaputt halt. Das ist einfach keine Höhen an der Oberfläche mehr spawnen. Dadurch kann man nicht nach oben, wenn man mal irgendwo unten ist. Ihr müsst alles zurücklaufen und ihr wisst, der Drago, der läuft nicht gerne zurück. Ja. So, weiter geht's. Ein Bogen. Ah, das sind wir schon gewesen. Den Bogen möchte ich gerne mitnehmen. Ich könnte einen Bogen zu einem Bogen, der ganz ist kräftig. So. Aber jetzt bin ich langsam voll. Jetzt möchte ich gerne nach Hause gehen. Ja, ihr seht's. Minecraft ist halt nicht so flott wie andere Games. Der Drache ist zu verwöhnt von Games, die flott sind. Ja. Jetzt müssen wir aber auch schauen, kurz. Ja, ich schaue mal bei der Hälfte, immer bei 15 Minuten. Dann weiß ich meistens nicht, wie lange ich noch zocken kann, weil im Gedanken ist natürlich die Zeit ein bisschen schneller. Seid ihr auch ein Flottdenker oder seid ihr ein Langeweile-Denker, also ein langsamer Denker? Ich denke einfach immer zu lange, zu schnell, oder? Und dann habe ich dann immer das Gefühl, denke zu viel und dann habe ich die Zeit nicht mehr im Griff. Wie sieht's bei euch an? Ihr habt sicher alles unter Kontrolle, ja. Ihr seid die Profis. So. Irgendwo Lava? Ist hier nicht das Meer in die Richtung? Was sind wir überhaupt? Gegen Norden? Ja, hier muss das Meer sein. Aber ist es scheinbar noch nicht. Irgendwie sind wir so ganz, ja, ziemlich in eine richtige Richtung. Dass uns einfach nichts erreicht. Noch viele Höhlen haben wir gefunden. Kein Stollen, kein Spawner. Ja, die sind halt auch sehr selten. So, jetzt sind wir an der Oberfläche, oder? Ich liebe es, immer Erde zu finden, wenn ich hochbaue. Aber meistens ist es nicht direkt. Doch, es ist. Okay. Wir sind hier im Wald. Oh, jetzt dachte ich schon ein böses Vieh, das ich noch nicht kenne. Es ist dunkel. Wir haben kein Bett. Guten Morgen, Creeper. Ist sie auch schon da? Wir sind ganz in der Nähe wieder rausgekommen. Jetzt haben wir hier ein Loch. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, ja. Aber wir sind natürlich Profis und kommen ganz in der Nähe vom Zuhause wieder zurück. Ja, ja, ich werde machen immer noch Chili Chili. Chili con carne. Guten Tag, gute Nacht. Oh, hallo Creeper. Wieso badest du? Du Scheiße, Alter. So ist das Boot so schlecht zu kontrollieren. Nein! Du hast das Boot versenkt. Oh. Ja, das Boot brauchen wir nicht. Aber schaut, hier ist eine Schlucht. Wieso ist hier kein Wasser? Das ist Wasser, aber hier einfach das Eis nicht zu sehen. Ja, unter Wasser ist Eis nicht zu sehen. Ja, gut. Aber jetzt müssen wir das Bett auch wieder mitnehmen. Es gibt keine Schlafsäcke. 12. Zwölf Diamanten für den Drago. Noch mehr Eisenerz. Aber Kiste ist voll, Kiste ist voll.
Was macht man dann? Was macht man dann? Man kräftet neue Küsten. Ja. Ah. Okay. Ah, das Problem ist, wir haben doch eingefügt, dass man Küsten auch getrennt machen kann. Jetzt. So. Also, dann machen wir hier auf dem Boden mal, machen wir einen Granitboden. Nicht so Granit. Machen wir doch einen schöneren Granitboden. Wunderschön, der Drago hat sehr schöne architektonische Fähigkeiten. So, bei der Ofen ich will, weil der Ofen hat nicht. Damit wir nicht immer schlitten. Oh Mann, ich bin immer zu früh. Doch das am besten. So. Auch hier über. Wunderbar. Jetzt müssen wir leider wieder ins Neffer. Und eventuell werden wir wieder sterben, aber. Kann nichts machen. Ja, wir haben Essen, ja, andere Sachen. Ja, so viele Blöcke, überall haben wir Blöcke. Ist so cool, das ist so cool. Gas, den Bogen rausnehmen. So, noch mehr Eisen für den Drago. Auch noch ein Eisen schon. Und der Rest. Mal hier hoch. So, und ja, noch Gold bauen. Also, was machen wir jetzt? Wir haben gleich das Haus hier, so beim Berg, und dann haben wir ein Glas ringsum oder so. Das Haus hier. Ich denke, das Haus hier, ganz groß. In alle Richtungen. Ja, wir werden sehen. Aber auf jeden Fall müssen wir noch Level 30 erreichen. So. Immer auf die falsche Richtung. Wir bauen jetzt erstmal alles Quarz ab. Das ist einfacher zum Leveln als Monster. Ja, das andere Quarz zu nah an der Lava. Oh, schön, es gibt Level. Naja, wir wollten ja noch Kühe. Ja, Kühe haben wir geschlachtet. Das Zuckerrohr muss halt noch wachsen können. Ich würde vielleicht mal noch ein bisschen bleiben. Sehr schön, Drago, ohne zu treffen. Oh, hab mir nicht so viel Angst. Aber so, wieso spawnen die jetzt auch frei? Spawnen die immer noch in nette Festungen, oder? Merkwürdig. Oder hat viel geändert? Also, kann man hier irgendwie zumachen? Nicht so gut, ja. Also, wir müssen einfach sehr vorsichtig sein und schauen, wo wir hinlaufen. Sitzen wir dann plötzlich in der Lava. Aber wir haben ja auch nichts Wertvolles dabei. Die Nervensäge, ey. Was mit diesem Geräusch? Hatte ich schon ein bisschen Angst. Aber eher vor Peinlichkeit, vor, oh, ich will nicht zu einem Schwein.
Das ist für mich ein bisschen abturnend. Aber so ist es, oder? Ich habe 2 Jahre Schweine ausgemistet und so Sachen. Ich habe schon erlebt, wie nervig Schweine sein können. Deshalb darf ich auch ein bisschen auf Schweine losgehen. Aber, ja. Ich habe es irgendwie gerne gemacht. Und so schlimm ist es nicht, wie alle sagen. So schlimm sind meine Beleidigungen ja auch nicht. Schweine sind halt einfach ein bisschen nicht so sauber. Essen halt alles auch und ja. Sehen jetzt auch nicht so schön aus. Aber dafür haben sie andere Vorteile. Sie können zum Beispiel überleben bei einer Corona-Krise. Nicht so wie die blöden Menschen, hey, die gehen immer noch draußen herumlaufen und haben Kontakt. Wenn doch alle sagen, sogar die Regierung sagt, keinen Kontakt zu anderen Personen, dann bleibt zu Hause oder eben macht nichts. Aber nicht einfach, ja, alles ignorieren. Und seid ihr dann wirklich auch krank und dann sterbt ihr, nicht andere, ihr. Also, bleibt zu Hause. Ich muss jetzt heute echt noch für meinen Vater ein Medikament besorgen. Ich hab's bereit, in die Apotheke zu gehen, ey. Die dümmsten Menschen, ey. Das hörte gerade an, ja, Hygiene sein muss in der Apotheke, oder? Weil die Menschen einfach nicht wissen, wie man Hände desinfiziert und einfach wartet vor der Apotheke. Es waren ungefähr so 6, 7 Menschen am Warten. Ja, vordrängeln, ja. Und dann noch, ja. Ausrasten, hä? Hey, macht vorwärts. Ja, was können wir, die warten dafür, wenn es nicht weitergeht? Ja, leider noch kein neues Biom. Ganz viel Quarz, ja. Wir sind bald Level 30. Dann sollte man eigentlich, wenn man jetzt eine gute Spitzhacke hat, gleich wieder meinen, aber ich möchte euch ja ein paar Sachen zeigen. Also wir sollten jetzt einfach nicht sterben. Wir gehen immer in die gleiche Richtung, damit man recht schnell wieder zurückkommt. Und eventuell muss ich dann irgendwann mal auch so Gänge machen. Ich soll die Profi-Livestream halt machen. Dass sie schnell wieder wissen, wo es zurückgeht. Neffe ist halt einfach nur rot. Ich hätte gedacht, es wäre jetzt anders in 1.16, aber nö, es ist immer noch ganz rot. Okay, ein paar Biome sind wirklich jetzt blau und lila. Das ist eigentlich so selten, habe ich das Gefühl, dass ich jetzt hier immer im gleichen Biom bin. Sie haben ja gesagt, dass es 3 neue Biome geben wird. Eines wurde umgesetzt. Und die anderen müssen warten. Ich finde das so doof. Ich will endlich eine schöne Savanne und eine schöne Wüste und nicht nur ein, ja, nicht ganz so aufgehübschte Tiger. Aber gut. Dafür gab es noch ganz viele anderen Games, die wie Minecraft sind. Updates, zum Beispiel Planet. Was ist das Spiel schon? Irgendwas mit Planet. Ah, Centauri, genau. Planet Centauri. Finde es cool, das ist wie Terraria. So, jetzt haben wir 29 Minuten, also Dankeschön fürs Schauen, bis zum nächsten Part. Euer Drago. Tschüss.